Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Herzlich willkommen in diesem neuen Video. Ich habe mir Cardigans bestellt bei Amazon Fashion und wir werden die zusammen anprobieren. Ich habe mir schon gedacht, ich brauche so ein gewisses Outfit, wo irgendwie vielleicht potenziell alle Cardigans irgendwie zu passen. Wir werden es herausfinden. Ich habe mich für dieses Outfit hier entschieden, weil ich finde, das ist relativ neutral. Es ist halt einfach ein Rock, eine dunkle Leggings und halt auf jeden Fall ein Top. Falls euch jetzt so denkt, boah, irgendwie sieht die komisch aus hier vor der Kamera heute, das liegt an der Wimperntusche. Die fehlt nämlich heute. Ich habe mich aktiv gegen Wimperntusche entschieden, Leute. Ich dachte, ich hätte meine Nonplusultra Wimperntusche gefunden und sie hat sich als richtig großer Fehlkauf entpuppt. Das Ding ist, sie hat so schöne Wimpern gemacht. Sie hat sie richtig, richtig gut geschwungen. Ich war so zufrieden. Und jetzt nach einer Woche tut irgendwie so ein Stück hier auf meinem Auge weh, genau da, wo die Wimperntusche war. Das könnte daran liegen, dass die Wimperntusche ums Verrecken nicht abgehen wollte, liebe Leute. Also sie war wasserfest. Ich habe definitiv jetzt erstmal die Schnauze von wasserfester Wimperntusche. Ich werde meinen Augen und meinen Wimpern jetzt auch erstmal ein bisschen Ruhe gönnen. Aber worauf ich hinaus wollte, liebe Leute, diese eine Stelle, die dann so wehgetan hat, ich habe an dieser Stelle sechs Wimpern verloren. Sechs! Das heißt, ich gönne meinen Wimpern jetzt auf jeden Fall eine Pause, ich gönne meinen Augen eine Pause und ja, wir sehen uns jetzt erstmal ohne Wimperntusche. Ich weiß nicht, wie ihr den so findet. Ich persönlich mag ihn. Er ist richtig, richtig weich. Ich mag die Farbe, ich mag es halt so sehr von der Haptik, Leute, diese Haptik. Ja, und optisch, ich muss ein Stück zurückgehen, Moment. Und optisch finde ich den eigentlich auch ganz cool. Ich dachte jetzt, er wäre ein bisschen kürzer, muss ich sagen. Aber, ja, ich bin gerade positiv überrascht, weil eigentlich finde ich so Cardigans so ein bisschen kürzer sind eigentlich schöner, aber ich feiere den. Jetzt brauche ich eure Meinung, liebe Leute. Wie findet ihr diesen Cardigan? Schreibt es sehr gerne unten in die Kommentare, ich bin sehr gespannt. Amazon Fashion hat ja so viele coole Klamotten, Leute. Ich bin ganz ehrlich mit euch, liebe Leute. Ich war so skeptisch bei Amazon Fashion. Und jetzt habe ich hier so ein paar Mal bestellt. Und ich muss halt wirklich sagen, ich bin richtig positiv überrascht. Ich finde, die haben so coole Teile. Habt ihr schon mal bei Amazon Fashion bestellt? Schreibt es mir auch sehr gerne unten nochmal rein. I like. Geht auch. Also es kostet 35 Euro knapp. Aber ich finde den halt echt gut. Cardigan Nummer 2. Aber der sieht halt auch richtig gut aus, Leute. Chillo Milo, I like. Boah, ironischerweise. Ich war mir sicher, ich würde eher zu kürzeren Cardigans neigen. Aber jetzt habe ich den hier so an. Ich finde den cool. Ich mag den. Also ich fühle mich auch sehr wohl. Aber wenn ich mich jetzt zwischen diesen beiden entscheiden müsste, also der liegt da noch auf der Couch, wenn ich mir jetzt zwischen dem ersten und dem zweiten entscheiden müsste, Leute, ich würde den ersten nehmen. Also auch vom Stoff, also der Stoff ist halt auch super angenehm. Ich finde den optisch halt auch richtig, richtig schön. Er sitzt gut, er ist bequem, passt alles. Aber ich fand tatsächlich irgendwie den ersten, der hat mich direkt richtig gecatcht, Leute. Ja. Obwohl der halt auch cool ist, ne? Aber nee, irgendwie, ich feiere den längeren, Leute. Oh, das hört sich so falsch an. Ich feiere den längeren Cardigan, Leute. Okay, Leute, ich habe eine neue Erkenntnis. Ich war der festen Überzeugung, das habe ich ja gerade schon gesagt. Ich weiß, ich wiederhole mich. Aber ich war mir so sicher, ich würde kürzere Cardigans cooler finden. Aber der ist ja jetzt auch schon wieder viel länger als der andere. Und ich finde den auch Hammer. Ich weiß noch nicht, ob ich den jetzt dazu tragen würde unbedingt. Ich glaube nicht. Ja, aber ich finde den an sich halt schon sehr cool. Okay, doch, ich habe herausgefunden für mich, ich mag diesen Cardigan auf jeden Fall auch. Ja, was soll ich euch sagen, Leute? Er sitzt gut, er fühlt sich gut an. Er ist halt auf jeden Fall aus einem leichteren Stoff, also der kürzere Cardigan vorhin, die Nummer 2. Die war halt auf jeden Fall dicker, die lag jetzt nicht so eng an oder so. Ja, vielleicht liegt es daran, liebe Leute, vielleicht mag ich eher so dünnere, die so ein bisschen mehr an der... Nee, aber das stimmt halt nicht. Ich wollte gerade sagen, die so mehr am Körper anliegen, aber ich habe so einen Favorite Cardigan, liebe Leute, der ist leider gerade in der Wäsche. Aber mein Favorite Cardigan, den ich so zu Hause habe, der ist halt eigentlich lang, aber aus so einem dickeren Material. Ja, ich habe gerade was festgestellt, Leute. Mein Lieblingscardigan ist ein langer Cardigan. Wieso dachte ich, dass ich kürzere mehr mag? Zusammenfassung, liebe Leute, ich mag längere Cardigans und ich liebe es, wenn sich der Stoff auf der Haut gut anfühlt. Das ist bei dem halt auf jeden Fall auch der Fall, aber wirklich, jetzt kommt hier wieder Nummer 1. Die Nummer 1, die hat mich komplett gecatcht, weil der Stoff so angenehm auf der Haut war, dass ich diesen Cardigan eigentlich am liebsten direkt anbehalten hätte. Hätte ich jetzt nicht dieses Video gedreht, ich glaube, ich hätte mir das im Laden wirklich sofort geholt. Tja, here we are, liebe Leute. Ich muss ja jetzt erstmal für euch hier andere Cardigans anprobieren. Aber eigentlich... Ja, vielleicht habe ich mich schon entschieden für den ersten. Cardigan Nummer 4, liebe Leute, der sieht auf jeden Fall so schon mal richtig, richtig schön aus und sehr hochwertig. Also, ich bin gespannt. Ich hoffe, ich verliebe mich jetzt nicht in alle Teile hier. Der ist halt auch cool.
Doch, I like. Den mag ich auf jeden Fall lieber als den Leoparden-Cardigan, muss ich sagen. Ich weiß nicht wieso. Den fühle ich. Der sieht so kuschelig aus und so schön und irgendwie ein bisschen elegant gleichzeitig auch. Ich finde, Leopard ist immer so ein dünnes Eis, aber das hier, ich glaube, das kann man halt echt zu allem Gefühl anziehen. I like. Was mache ich denn, wenn ich jetzt so viele Cardigans mag, Leute? Ich kann mir doch nicht alle kaufen. Tja. Was soll ich euch sagen? Ich mag den Stoff, ich mag dieses Muster. Ich finde, das sieht richtig, richtig edel und schön und elegant aus einfach. Und das gefällt mir. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Ich finde auch diese Knöpfe hier farblich richtig, richtig schön. Ja? Ja, doch. Der überzeugt mich, liebe Leute. Fühlt sich auch angenehm auf der Haut an. Ich muss halt wieder sagen, der erste hat sich wirklich für meine persönliche Haut, hat sich der allererste am allerbesten angefühlt. Der fühlt sich jetzt auch gut an, deswegen, also ich muss halt echt sagen, ich bin noch am Überlegen. Den finde ich nämlich auch sehr, sehr, sehr nice. Ich glaube so in diesem Prozess, während ich jetzt hier gerade 1, 2, 3, 4 Cardigans anprobiert habe, das ist meine Zählhand, das ist meine Zeigehand. Tja, während ich jetzt hier 4 Cardigans anprobiert habe, liebe Leute, muss ich sagen, das hier ist mein Favorit bisher. Und der allererste, der liegt da immer noch. Ja, der Leoparden-Cardigan, der war cool. Aber es hat mich, glaube ich, nicht bis zum Ende überzeugt, genauso wie der graue Kurzcardigan. Der ist zwar auch cool, der ist zwar auch schön, aber bisher, muss ich sagen, ist das hier mein Favorit und der erste. Okay, bei dem letzten Cardigan können wir uns jetzt überstreiten, ob das jetzt farblich zum Rock passt, aber... Ups, hier ist ja noch Papier drin. Wir werden den jetzt anprobieren. Oh nein, der fühlt sich auch richtig gut an. Oh nein, ich glaube, das könnte ein Konkurrent werden. Oh ja. Doch, den mag ich. Oha, ich feiere die Farbe. Ich feiere, dass es so knallig ist. Ich liebe so ein kräftiges, schönes Rot. Ich mag's. Ist eigentlich, nee, da ist keine Kapuze dran. Okay, ja. Also ich muss sagen, dieser riecht tatsächlich mit am meisten nach Chemie. Die anderen, die haben sehr neutral gerochen. Also jetzt geruchstechnisch. Hier ist noch so ein Beutelchen drin. Ich war die ganze Zeit so, was rattert denn da so? Raspelt? Oh, nicht raspelt. Nee, nicht rauscht. Mir fehlt jetzt ein Wort, Leute. Moment. Raschelt! Raschelt! Ja, das habe ich mir gedacht. In meinem Kopf war das so, was raschelt denn da so krass? Das hier, liebe Leute. Oh nein! Jetzt habe ich wieder dieses Problem, dass ich schon wieder davor stehen werde. Welchen möchte ich behalten? Welchen schicke ich zurück? Ignoriert die Baustelle da im Hintergrund. Ich versuche das einfach rauszuschneiden und diese Rauschunterdrückung zu machen. Mal gucken, ob es klappt. Leute, ich feiere diesen Cardigan. Ich würde ihn safe nochmal waschen, weil ich finde, der riecht sehr chemisch, aber... Boah, der ist richtig cool! Liebe Leute, ich habe jetzt tatsächlich meine Favoriten nochmal anprobiert. Das hier ist ja ganz offensichtlich einer meiner Favoriten gewesen. Und tatsächlich sind diese beiden auch noch meine Favoriten. Ich habe jetzt tatsächlich ein Problem, weil ich mich nicht entscheiden kann. Würde ich jetzt nur nach Stoff gehen, würde ich sagen, der hier ist auf jeden Fall der Sieger, weil meine Haut sagt, dieser Stoff ist Premium. Ich bin ein Mensch, ich achte bei meinen Klamotten so stark darauf, wie sie sich anfühlen. Wenn ich irgendetwas habe, was unbequem ist, was drückt, was zu eng ist oder was kratzt oder so, ich kaufe mir das nicht. Und das hier hat von der Haptik halt so krass gewonnen, Leute. Aber optisch muss ich sagen, ich kann mich nicht entscheiden. Also... Die fühlen sich nicht schlecht an, die fühlen sich okay an, aber das hier, was ich gerade anhabe, der erste Cardigan, fühlt sich halt bombastisch gut an. Würde man in Klamotten baden können, Leute, ich würde hier drin baden. Die beiden fühlen sich, wie gesagt, vollkommen okay an, aber das hier, das ist schon wieder überangenehm, Leute. Ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, wenn man diese beiden Teile mal wäscht und da auch einen Weichspüler dazu tut, dass das auf jeden Fall nochmal positiv beeinflusst wird, aber... Es ist jetzt nicht so, dass die jetzt irgendwie unangenehm sind oder kratzen, Leute. Ich glaube, mit am meisten, was gekratzt hat jetzt von diesen Cardigans, war Nummer 2, das war der graue. Ich weiß ja auch nicht genau, wie sehr ihr jetzt auf Haptik achtet. Ich persönlich finde so Haptik und das Hautgefühl finde ich so wichtig. Da diese beiden aber auch nicht unangenehm sind auf der Haut, bin ich halt echt am Überlegen, weil ich muss sagen, der hat haptisch auf jeden Fall gewonnen. Aber diese beiden sind auf jeden Fall noch sowas von einem Rennen, weil ich sie optisch so schön finde. Ihr dürft mir sehr gerne in die Kommentare reinschreiben, was euer Favorit war, welchen ihr euch holen würdet. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis bald.